Grüß euch, da bin ich wieder. Heute muss schnell gehen. Meine Frau, die hat Hunger, da passiert's. Und das Lieblingsessen von meinem Schatz, das sind Spaghetti Bolognese. Ja, da habe ich vor vielen, vielen Jahren einmal eine Methode erarbeitet, muss ich so sagen. Das habe ich ausprobiert, das hat funktioniert. Nämlich die Hackfleischsoße, die Bolognese, die mache ich im Schnellkochtopf. Wenn ihr sehen wollt, wie ich mein Spaghetti Bolognese, meine Bolognese Sauce mache, dann bleibt es dran, schaut mal in der Küche draußen zu und vielleicht ist das was für euch. Normalerweise so eine Sauce dauert, wenn es gut gemacht ist, 2,5-3 Stunden, muss sie simmern. In meinem Schnellkochtopf sind wir in einer halben Stunde fertig, dann können wir essen. In dem Sinne, auf geht's, packen wir's! Wir benötigen ein Pfund Hackfleisch gemischt. Des Weiteren benötigen wir noch 2 gehackte Tomaten, Rosmarin, Majoran, Oregano. Bisschen wilde Kameraführung, aber das kriegen wir hin, da hinten in der Dose, das Salz, pürierte Tomaten, dann da hinten hat sich der Pfeffer versteckt, dann brauchen wir Tomatenmark, Basilikum und zuletzt benötigen wir noch hier vorne, na, wo bist du da? Die Zwiebel und Knoblauch. Eine Zwiebel, eine Zehe Knoblauch. Das ist eigentlich alles. Die Zwiebel und den Knoblauch habe ich schon fein gehackt. Und ja, typisch wie immer, ich habe wieder vergessen, den Zucker anzumerken, den wir für die Tomatensauce brauchen. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt das Hackfleisch schon angebraten. Jawohl, ein bisschen rühren. Immer dranbleiben. Es darf ruhig am Boden, wie gesagt, ein bisschen anlegen sich, damit wir Röstaromen bekommen. Weil diese Röstaromen, das ist auch der Geschmack. Jawohl, das kann man jetzt schon ein bisschen lösen, weil jetzt zieht es ein bisschen Wasser. Das Wasser muss jetzt dann kochen und dann können wir später schon die Zwiebel dazugeben mit dem Knoblauch. Schön angebraten ist es jetzt. Nochmal rühren, damit wir die Röstaromen ein bisschen lösen können. So, jawohl, genau. So, und jetzt geben wir die Zwiebel und den Knoblauch dazu. Rein damit. Ah, blöder Kochlöffel, nehme ich lieber die Hand, geht besser. Schön unterrühren das Ganze und dann kommt Tomatenmark dazu. Ja, jetzt das Tomatenmark rein. Da nehme ich schon gut die halbe Tube, denn ich will ja wirklich, dass die Tomatensauce nach Tomaten schmeckt. Und ja, das verteilen wir jetzt auch noch ganz gut. Das unterstützt die Röstaromen. Lassen wir dann einen Augenblick mitbraten. Und
jetzt gebe ich gleich eine schöne Prise Zucker dazu. Ich habe es ja schon mal erklärt, warum. Eine sehr schöne Prise Salz. Und einen gefühlvollen Schwung Pfeffer. Nicht so. Nun gebe ich die pürierten Tomaten dazu. Schön verteilen. Ausschütteln. Und das werde ich jetzt wieder mit dem heißen Wasser ausspülen. Vorsichtig, nicht verbrennen. Ist schade, da bleibt immer recht viel übrig und mit dem heißen Wasser löst sich's. Hinten am Herd seht ihr noch einen Topf stehen, da habe ich wieder meine Lieblingssuppe gemacht, die Hühnersuppe. Ich werde es euch nochmal einblenden, falls jemand Lust drauf hat. Ja, da habe ich ganz schön gearbeitet heute schon. Ich gebe jetzt ungefähr noch 200 Milliliter, 250 Milliliter heißes Wasser dazu. Nochmal unterheben. Die gehackten Tomaten gebe ich erst rein, wenn die Soße fertig ist, weil sonst verkocht man der ganze Geschmack davon. Jawohl. Deckel drauf. Der ist zu. Der auch zumachen. Jetzt warten wir, bis der Stift hier rauskommt. Von dem Augenblick weg schalte ich das auf den Ofen auf vorletzter Stufe und lasse die Hackfleischsoße für ca. 30 Minuten garen. Dann ist sie fast fertig. Jetzt ist der Stopsel rausgekommen. Jetzt schalten wir. Die halbe Stunde ist jetzt vorbei. Jetzt öffnen wir den Deckel aber unter fließendem Wasser, damit der Druck uns nicht den Deckel um die Ohren schmeißt. Dann kommt der Topf wieder auf den Ofen, dann kommen die gehackten Tomaten dazu und die Soße kann reduzieren. In der Zeit werde ich dort hinten die Spaghetti kochen. So, der Stopsel ist zurück. Jetzt können wir ohne Bedenken aufmachen. So, jetzt werden wir die Hitze erhöhen auf die höchste Stufe und geben die gehackten Tomaten dazu. Kurz unterrühren. Und die Flüssigkeit muss ich jetzt etwas reduzieren. Das dauert ungefähr nur 10-15 Minuten. In der Zeit koche ich die Spaghetti. Salz. Und bitte nicht nur so ein Prieselchen. Eine gute Pasta lebt von Salz. Die Zeit nützen, schön Parmesan reiben. Genügend, ich brauche genügend. Ja, passt doch. Durch das Kochen reduziert sich die Flüssigkeit. Das hat den Effekt, dass der Geschmack intensiver wird von der Tomate und dass wir eine leichte Bindung erhalten für die Soße. Jetzt werde ich erst einmal die Kräuter dazugeben. Basilikum. Oregano, nicht erschrecken über die Menge. Majoran. Rosmarin. Und ein wenig Thymian. Durch die Hitze der Soße lösen sich jetzt die ätherischen Öle der Kräuter und bleiben in der Soße. Hätte ich die Kräuter vorher schon reingegeben, das wäre alles schon verkocht und verflogen
Und ja, wir hätten nur noch geschmackloses Grünzeug drin. In das sprudelnde Salzwasser kommen jetzt die Spaghetti. Und wie ich schon mal in einem anderen Video von mir erwähnt habe, bitte die Spaghetti immer in Bewegung halten, damit sie nicht verkleben. Und da bringt es auch nichts, wenn man jetzt Öl hineingibt. Das Öl schwimmt an der Oberfläche, die Nudel ist unten und das Öl kann nicht verhindern, dass die Spaghetti, die Pasta, die Nudel verklebt. Nach dem Abgießen könnt ihr das so, wie es ich mache, immer noch ein bisschen Öl dazu geben. Ich mache es mit Olivenöl, dann verkleben sie nicht. Die, wo übrig bleiben, falls welche übrig bleiben. Ich habe die Pasta jetzt schön abtropfen lassen und gebe hier noch ein bisschen Öl dazu. Das hebe ich jetzt unter. War natürlich Olivenöl. Jetzt verklebt sie nicht. Ich werde jetzt einmal probieren. Bitte beim Probieren vorsichtig sein, das ist sehr, sehr, sehr heiß. Wie immer. So, jetzt braucht es noch. Aber dann ist es. Wir können auffüllen. Schaut her, wie schön, dass das reduziert ist. Die Soße ist sehr sämig, leicht gebunden. Jawohl. Bisschen Parmesan noch drüber. Ein wenig Deko. Und mein Teller ist fertig. Ich finde, der schaut gar nicht schlecht aus. Und glaubt's mir's, das schmeckt auch wunderbar. Schaut euch das einmal um. Also liebe Freunde, wenn euch meine Arbeit wieder gefallen hat, bitte einen Daumen, ich freue mich drüber. Über ein Abo, netten Kommentar. Ihr macht's mir eine ganz große Freude, vor allem dann, wenn ihr die Videos bis zuletzt anschaut. Es kostet euch außer Zeit gar nichts.